Hey Freunde, es ist Philipp von abendschnellen.de und heute kommt das Video, wie versprochen, wie man einen Song in wenigen Minuten abmischen kann. Und im letzten Video habt ihr erfahren, quasi welches Material man dafür braucht. Man braucht eine sogenannte Pink Noise Datei und wie man jetzt quasi mit dieser Pink Noise Datei umgeht und den Song in wenigen Minuten abmischen kann, möchte ich dir jetzt zeigen. Bevor ich dir zeige, wie das funktioniert, würde ich mich extrem freuen, wenn du den Kanal abonnierst, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du den Kanal abonniert hast, unbedingt die Glocke aktivieren, denn nur so wirst du wirklich über jedes meiner neuen Videos informiert. Aber jetzt zum eigentlichen Tutorial, nämlich wie mische ich einen Song in wenigen Minuten mit diesem Pink Noise Tool ab. Und für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben, es geht quasi hier rum. Ja, ein Rauschen, was das genau ist, könnt ihr gerne nochmal im anderen Video nachschauen und dann erfahrt ihr mehr darüber. Jetzt geht es aber darum, wie man damit quasi mischt. Also, der erste Schritt, den wir hier anwenden, ist, dass wir alle Spuren, also ich zeige euch erstmal, was ich hier mitgebracht habe. Und so weiter und so fort. Dass wir diese Spuren, die ich hier mitgebracht habe, erstmal alle auf Mono stellen. Ja? Wir machen das nachher dann wieder zurück auf Stereo. Das sind auch Stereo-Spuren in der Regel. Aber wir machen die erstmal auf Mono, stellen die erstmal auf Mono ein. Ja? Das hat den folgenden Grund. Wir wollen uns hier wirklich nur auf die Lautstärke konzentrieren und uns nicht durch Panorama, also Links-Rechts-Verschiebung sozusagen, ja, aus der Bahn werfen lassen. Deshalb stellen wir das erstmal auf Mono ein. Das ist erstmal Punkt Nummer 1 im Umgang mit White Noise. Dann machen wir erstmal alle Spuren aus, machen sie alle auf 0, ja, machen dann Pink Noise an und jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt. Wir gehen durch jede Spur einzeln durch und mischen, also es gibt gleich noch zwei Ausnahmeregelungen sozusagen. Wir gehen durch jede Spur einzeln durch und gucken, dass die Spur, die wir gerade lauter machen, ja, dass die leicht über dem Rauschen ist. Also leicht lauter, als es Rauschen ist. Aber wirklich nur minimal. Und das machen wir für jede Spur. Und dann schauen wir mal, wie sich der Mix danach anhört. Also, achso, die Ausnahme, mit der fangen wir auch gleich an. Die Kicks nehme ich hier beide zusammen. Also wir haben hier zwei Kicks. Achso, hört man natürlich jetzt nicht, wenn ich den Fader runtergezogen habe. Kick 1. Kick 2. Und die nehmen wir zusammen an der Stelle. Denn die sollen quasi wie verschmolzen, wie eine klingen. Man kann diesen ganzen Trick mit dem Pink Noise, kann man auch mit Subgruppen machen. Also wenn man komplette Vocals zusammenfasst und dann zum Beispiel das auch nur mit dem Beat und den Vocals, also wenn man nur eine Beatspur hat und eine Vocalspur, kann man das auch machen. Ja, man kann das beliebig variieren. In dem Fall mache ich das jetzt mit ein paar mehr Spuren. Und ja, dann fangen wir jetzt quasi an, den Song zu mischen. Ich mache da auch keine große Pause, damit ihr einfach seht, wie schnell das funktioniert. Und dann, ja, sehen wir mal, wie schnell wir waren und wie gut das Ganze klingt.
Okay, das ist es. An der Stelle habe ich alles so eingepegelt, dass es leicht über dem Rauschen ist. Und jetzt hören wir einfach mal rein. Und das wäre quasi der Mix. Wir können uns das jetzt mal anschauen, wie das jetzt hier aussieht. Und tatsächlich ist es so, dass wir im Bassbereich etwas drüber sind. Ja? Wenn man sich das jetzt hier anschaut, ich mache das mal auf... so, dann sieht man das. So, dass wir hier ein bisschen vielleicht zu laut das Ganze eingestellt. Was heißt zu laut? Ja, wir mischen ja nach Pink Noise. Wie gesagt, zu laut ist es nicht. Ich finde es tatsächlich gut, dass hier der Bass auch mehr betont ist. Das ist halt dann so die letzte Instanz. Man muss nicht nur auf das Technische hören, sozusagen auf dieses Rauschen, wie man das abmischt, sondern dann auch ein bisschen die Emotion, oder was heißt bisschen? Mixes geht immer über Emotionen. Und dann aber auch so ein bisschen in die Emotionen noch reinmischen. Das sind so dann die letzten, ja, 10-20%, die man quasi noch drauf gibt. Und sonst sehen wir aber, es ist relativ ausgeglichen und es ist auch relativ normal, dass es vom Bassbereich hier in dieser Ansicht nach unten hin leicht abfällt. Ja, das ist ganz normal, das zeichnet eigentlich in der Regel auch hier, zumindest im Rap-Genre, auch einen sehr guten Mix aus. Also in dem Fall liegen wir zumindest technisch gesehen schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg und das innerhalb von einer Minute Mixing-Zeit. Jetzt muss man natürlich sagen, hier ist jetzt nichts weiter drin, ja, es sind keine Kompressoren drin, keine Equalizer und so weiter. Der ist schon so ein bisschen pre-gemixt, der Beat. Aber das wäre natürlich so eine Sache, die muss noch gemacht werden. Ja, da müssen natürlich noch ein bisschen mehr Pfiff rein. Und was auch wichtig ist, natürlich, dass wir das jetzt wieder auf Stereo stellen. Ganz wichtig, dann geht das natürlich nochmal deutlich mehr auf. Und ja, aber wie gesagt, das ist die Methode mit Pink Noise zu mischen. Da könnt ihr wirklich einen Song in wenigen Minuten, also ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, aber ich würde mal schätzen, eine Minute, 2 Minuten vielleicht, wie ich den Song gemischt habe. Also es geht echt, echt schnell. Und ihr könnt es, wie gesagt, in verschiedenen Varianten nutzen. Ihr könnt das mit Subgruppen machen. Ihr könnt das, wie gesagt, hier wie hier mit Einzelspuren machen. Ihr könnt es aber zum Beispiel auch, ja, wie gesagt, Subgruppen, also mit mehreren Subgruppen machen, zum Beispiel für die Vocals, für die Keys, für den Bass, für die Kick oder sowas machen irgendwie. Oder halt wirklich nur für den Beat und oder das Instrumental und die Vocals. Also mit 2 Spuren, man kann das verschieden anwenden. Man kann das auch in verschiedenen, an verschiedenen ja, Prozessen im Mix eigentlich anwenden. Man könnte es am Anfang machen, wo man erstmal überhaupt so ein gewisses Gefühl für den Mix bekommt und dann erstmal weitermischen mit Kompressoren und so weiter. Und am Ende könnte man quasi, ja, das dann nochmal machen, wenn man mit dem Kompressor gearbeitet hat, mit dem Equalizer, mit verschiedenen anderen Effekten, dass man dann einfach nochmal quasi das neu einpegelt sozusagen. Aber achtet bitte mal darauf, nur weil das jetzt gut klingt mit Pink Noise, also dass ihr leicht über dem Rauschen seid, heißt das nicht unbedingt, dass der Mix super geil ist am Ende. Achtet da auch immer ein bisschen auf euer Gefühl. Und zieht, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie das kommt trotzdem nicht so durch im Mix, dann zieht einfach auch mal die Spur noch weiter nach oben oder ja, gebt dem noch irgendwas Besonderes, eine besondere Präsenz mit, keine Ahnung, oder zieht es leiser, wenn es euch zu laut vorkommt. Aber wie gesagt, hiermit kann man das, ja, kann man schon sehr, sehr gute Resultate erzielen. Wie gesagt, für Anfänger ist das auch sehr gut geeignet. Und wer so ein Pink Noise auch haben will, sowas bekommt ihr zum Beispiel auch auf meiner Website, beziehungsweise in meinem Newsletter schicke ich den auch zu. Also wer sich dafür interessiert, für den ist sicherlich mein Newsletter etwas. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, achso, ja, wenn ihr wissen wollt, wie man das sonst macht, also wenn ihr euch jetzt nicht anmelden wollt für den Newsletter oder sonst was, dann schreibt mir auch, dann kann ich euch das auch nochmal so zeigen in einem extra Video. Aber natürlich, wenn ihr schnell so ein File, fertiges Pink Noise File haben wollt, macht es natürlich Sinn, sich dafür anzumelden.
Ansonsten für alle, die schon angemeldet sind, das noch nicht bekommen haben, ihr bekommt das auf jeden Fall in der spätestens nächsten Woche, also keine Panik. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn euch das weitergeholfen hat, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und gerne den Kanal abonnieren. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wie bereits angekündigt, wenn ihr meine besten Mixing-Tipps haben wollt, mit extra Tools vielleicht auch noch, dann ist sicherlich der Newsletter von mir etwas für euch. Und den blende ich einmal oben im Video ein, einmal unten in der Beschreibung. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einmal draufklicken, dann eure E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommt ihr meinen wöchentlichen Newsletter. Am Anfang bekommt ihr sogar gleich 5 Tipps mit einmal, damit ihr gleich richtig durchstarten könnt. Und ich packe jetzt auch noch dieses Pink Noise Zeug drauf, jetzt aus aktuellem Anlass, wie gesagt, dass ihr das auch gleich am Anfang mit dazu bekommt, sozusagen. Ansonsten, ja, falls euch das irgendwann nicht mehr interessieren sollte oder euch nicht weiterhilft, dann könnt ihr euch auch jederzeit abmelden, gar kein Problem. Also würde ich mich freuen, wenn ihr erstmal dabei seid. Das ist Philipp von abendschnellen.de. Ciao.